Name ist Wolfgang Robum. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, zwei Enkelkinder, bin von Beruf Ingenieur und seit nahezu 60 Jahren wohne ich in Uelzen. Ich habe 30 Jahre lang den Tierschutzverein geführt, den Bau des Tierheims initiiert und auch mitgebaut und bin seit einigen Jahren Vorsitzender der Uelzener Tiertafel. Wir, meine Frau und ich, machen alles, was mit Tieren zusammenhängt, gerne. Und um das lange, dauerhaft und gut machen zu können, haben wir den Leuten immer gesagt, man muss Tiere mehr als mögen, um, wie gesagt, das hinzubekommen. Wir sind deshalb gerne in Uelzen, weil wir mit Uelzen eigentlich nur positive Erlebnisse verbinden. Und Uelzen ist eine wirklich schöne Stadt. Man muss gelegentlich etwas genauer hinsehen als zum Beispiel in anderen Städten, die jetzt sogenannte Touristenmagneten sind. Aber es gibt in Uelzen ganz viel zu sehen. Es gibt in Uelzen ganz viele schöne Ecken. Man muss manchmal, wie gesagt, ein bisschen länger gucken oder auch ein bisschen länger laufen. Aber ich finde Uelzen insgesamt sehr schön. Wir fahren auch gerne mal in andere Städte oder in andere Gegenden. Aber wir kommen immer wieder gerne in die Stadt zurück, weil wir, wie gesagt, finden, dass Uelzen nicht nur eine sehenswerte, sondern auch eine liebens- und lebenswerte Stadt ist. Und ich möchte eigentlich auch nirgendwo anders wohnen und möchte zum Schluss sagen, Uelzen ist eigentlich nach wie vor die Stadt, in der ich wirklich noch viel älter werden möchte, als ich es jetzt schon bin.